glaube, es ist inzwischen an keinem vorbeigegangen, dass Catrice jetzt auch eine richtig geile Pflege hat. Und ich hatte schon bei dem einen oder anderen Produkt Pech, weil die dann gleich wieder aus dem Sortiment gegangen sind oder sich ein bisschen verändert haben. Heute agiere ich mal ein bisschen schneller. Ich stelle einen Cleanser vor, den habe ich jetzt ungefähr grob eine Woche, anderthalb Wochen verwendet. Und was ich zu dem Ding zu sagen habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Teilchen hier. Catrice bekommt ihr bei Müller, bei DM, bei Rossmann, bei Catrice auf der Homepage direkt und es ist super einfach zu bekommen. Ich habe schon ein bisschen was von Catrice probiert, aber konnte es dann hinterher nicht vorstellen, weil es nicht mehr im Sortiment war. Also was heißt ein bisschen ein Produkt, das hat sich jetzt verändert. Und von Essence habe ich eine Creme, die leider auch nicht mehr im Sortiment ist. Deswegen handle ich jetzt ein bisschen schneller. Sagt es aber in meinen Reviews immer dazu. Ne? Ich liebe Oil Cleanser. Muss man an der Stelle sagen, das funktioniert auf meiner Haut am allerbesten. Ich bin kein Freund davon, ein Waschgel und ein Oil Cleanser zu verwenden, weil ich brauche beides brauche ich nicht. Also wenn ich Double Cleansing mache, dann mache ich das meistens immer mit einem Tuch. Ich habe mich gestern mal aufgenommen, wie ich das Produkt hier anwende, wenn ich es zum Abschminken verwende. Und auch da funktioniert es einwandfrei. Aber was ich so ein bisschen komisch finde, ist auf der Homepage, wie auch wahrscheinlich auf dem Produkt, ich kann es nur nicht lesen, wird empfohlen, dass man das Produkt auf feuchte Haut aufträgt. Das würde ich natürlich nicht tun. Und wenn du schon dich abschminkst, dann machst du ja auch nicht vorher deine Haut nass, sondern du trägst es natürlich auf trockene Haut auf. Das Produkt ist ziemlich zäh, also erschreckt da nicht. Ich finde die Verpackung für das Produkt daher ein bisschen misslungen, das kann gerne eine Tube sein, aber halt diese Öffnung hier ist halt ziemlich klein und du musst halt schon ein bisschen drücken, um was rauszubekommen, aber du brauchst da echt nicht viel davon, das muss man an der Stelle auch sagen. Mit 4,99 € ist das Ding natürlich teurer als das Öl von Rossmann und teurer als das Öl von Balea, also das Reinigungsöl. Das Reinigungsöl von Balea hat das Manko, dass es leicht ranzig riechen kann. Ich hatte eine Flasche, da war es gar nicht. Und bei der anderen Flasche, die ich jetzt verwende, da rieche ich das schon auch. Und bei dem Rossmann-Teilchen werde ich immer irgendwie an Pets Himbeer erinnert. Also das ist halt sehr parfümiert, finde ich. Ich mag es gar nicht, weil es eben, also das Öl an sich von Rossmann mag ich schon gerne, aber ich mag den Duft halt nicht. Und das irritiert mich halt schon so ein bisschen. Und wenn jemand von euch halt sehr auf Duftstoffe reagiert, und das müssen dann nicht ausschließlich nur die 25 deklarationspflichtigen Duftstoffe sein, dann ist vielleicht das Öl von Rossmann eh nix. Und da könnte das halt wirklich eine Alternative sein. Kostet allerdings über 2 Euro mehr. Ich glaube, das von Rossmann kostet 2,55 oder 2,59. Und also sie liegen alle beide so bei 2,50. Und hier sind wir halt bei 5 Euro, also 4,99 €. Ist also ein bisschen teurer. Und das Ganze basiert auf Sonnenblumenöl. Und da kann ich mir vorstellen, dass das zukünftig auch entweder den Inhaltsstoff wechselt oder ein bisschen teurer wird. Weil wir eben diese Sonnenblumenproblematik haben. Das wurde ja übermäßig viel in der Ukraine angebaut. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Es kann sein, dass dieses Produkt sich ändern wird, wenn du das Video jetzt in einem halben Jahr erst siehst, dass der Inhaltsstoff vielleicht sich verändert hat oder das Produkt teurer geworden ist. Kann natürlich auch sein. Es ist also auch immer bei so Herstellern wie Catrice auch drin, dass sie die Formulierung eben auch verändern.
Also wichtig, so ein Produkt tatsächlich auf die trockene Haut auftragen. Ich weiß nicht, warum das mit der feuchten Haut zum einen auf der Homepage erklärt wird, wahrscheinlich auch auf dem Produkt. Natürlich nein, ich liebe Balms. Ich mochte auch dieses Produkt von der Inkipedia und wahrscheinlich gerne von der Xenia. Und ich bin natürlich entzückt, dass das komplett nach gar nichts riecht. Und es ist echt sparsam. Natürlich brauchst du eine gewisse Menge, ja, und du musst ein bisschen drücken und hast ein bisschen das Gefühl, dass da zu wenig rauskommt, muss ich ganz ehrlich aussagen. Aber es ist dennoch ein cooles, unwahrscheinlich gutes Produkt. Ich habe die ganze Sache, also ich mache meistens immer Double Cleansing, wenn ich geschminkt bin. Und das mache ich dann meistens mit einem entweder Mikrofasertuch, die versuche ich nicht mehr neu zu kaufen. Ich habe halt meine Mikrofasertücher. Oder eben mit einem Bambustuch, was ähnlich funktioniert. Ne? Und da trage ich das einfach auf. Dann mache ich das Tuch nass, meistens mit warmem Wasser, und trage das ab. Und das funktioniert bei mir wie eine Eins. Ich habe aber schon öfters jetzt gelesen, dass man eben auch das Gefühl hatte, dass dann Schmierfilm hinterlassen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein bisschen auch am Hauttyp liegt. Ich habe eine fettige Mischhaut und da kann es natürlich immer auch so ein bisschen anders sein, dass gerade wenn du eine trockene Haut hast, die Haut da einiges vielleicht auch aufnehmen möchte oder so. Also gerne an diejenigen von euch, die ein bisschen eine trockenere Haut haben oder einen ganz anderen Hauttyp wie ich, schreibt es bitte gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr zum einen mit dem Produkt zurechtkommt und zum anderen, was ihr für einen Hauttyp habt, damit eben mein Zuschauer auch so ein bisschen abwägen kann. Ist das was für mich oder ist es nichts? Weil beispielsweise der Leon, wir kennen X-Skincare, der meinte auch, er kriegt das Zeug nicht ganz runter und das findet er nicht so gut. Und er, von ihm weiß ich ja, er hat eher Typ feuchtigkeitsarme, trockene Haut. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass es da halt vom Hauttyp her Schwierigkeiten gibt. Weil ich krieg's runter. Für mich ist überhaupt gar kein Problem. Ich krieg's zum einen, wenn ich die normale Reinigung mache, nur mit Wasser runter. Ich krieg's aber super gut auch mit dem Tuch runter. Weil ich nehme halt zum Abschminken, nehme ich das Tuch, weil gerade so Nasefalte, kennt ihr das wahrscheinlich. Und ja, man arbeitet halt nur mit dem Wasser nicht so gut. Und da, wo halt überall dann Make-up sein könnte, auch in den Fältchen und so, da kriegt man das mit dem Tuch dann ein bisschen besser runter. Und ich mache das halt dann gleich auch so, dass ich das mit den Augen runterziehe und das funktioniert 1A, muss man wirklich sagen. 4,99 € ist das Produkt definitiv wert, also behaltet da auf jeden Fall auch den Preis im Auge. Es könnte sein, dass es wie gesagt teurer wird oder dass der Inhaltsstoff anders wird oder allgemein die Formulierung sich auch verändert. Oder dass halt Catrice hergeht und das Produkt aus dem Sortiment nimmt, wenn es halt nicht läuft. Kennt ihr das Produkt? Habt ihr da schon ja, rumprobiert damit? Was sagt ihr zum Preis? Im Gegensatz beispielsweise zum Balea-Öl oder eben zu dem Öl von Rossmann, also von Isana. Könnt ihr gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben. Ich werde noch andere Produkte von Catrice auf jeden Fall testen, weil ich das super spannend finde, sowas irgendwie in der Drogerie auch zu finden. Denn der Preis von deiner Pflege muss nicht hoch sein. Gönn dir ein, zwei teure Teilchen. Das reicht vollkommen, aber wenn du deine Pflege günstig gestaltest und auf so Randprobleme achtest, wie beispielsweise Alkohol, Duftstoffe, eine sanfte Reinigung, eben mit Öl beispielsweise, dann kommst du wirklich super, super weit. Auch bei Akne. Auch bei Akne funktioniert sowas echt gut. Also, was sagst du zu dem Produkt? Schreib mir das gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!